Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute ist es ein Unboxing von diesem Paket hier. Ja, das Paket kommt von der Joker AG und ist von CyberKey. Ja, dann machen wir mal das Päckchen mal auf. Als erstes sehen wir natürlich nur Müll. Machen wir einfach mal raus. Und als erstes sehen wir hier das CyberClean. Also diesen Hightech. Also diesen komischen Schaum. Ja, und den kann man überall in kleine Ritzen reinpressen. Und entfernt somit auch den Schmutz. Ja, das war das eine. Machen wir den nächsten Müll raus. Ja, und dann haben wir hier auch schon das CyberClean für das Armaturenbrett. Hier zeige ich euch das einmal so kurz. Ja, das kann man benutzen für die Sachen im Auto, wie ihr hier seht. Auch schön. Hier oben an dem Bild. Das kann man zum Beispiel in den Lüfter reinstecken und dann so rausziehen, den Dreck entfernen für das Lenkrad. Es ist wirklich sehr gut. So 99,99% entfernt es auch den Schmutz, also fast 100%. Ja, legen wir das mal noch kurz zur Seite. Dann haben wir hier noch ein bisschen Papier drin. Und dann haben wir auch hier schon noch die Kiste. Die ist jetzt leer, außer der Lieferschein. Dann haben wir hier noch das gelbe CyberClean. Ja, das kann man für Tastaturen benutzen, seht ihr hier. Das drückt ihr dann einfach in die Tastatur rein, wie ihr hier auf dem Bild seht. Moment. Hier. Seht ihr auf dem Bild, dass man es hier in die Tastatur reindrücken kann. Und ja, dann drückt ihr es fest rein und das zieht dann den Schmutz aus dieser Ritze raus. Ihr habt hier noch einmal eine kurze, sieht man jetzt schlecht. So sollte es eigentlich aussehen. Und wenn es diesen Grad erreicht, Moment. Diesen hier, sieht man jetzt schlecht. Ich kaufe mir bald eine neue Kamera. Ja, dann sollte man es nicht mehr benutzen. Das ist auf jedem drauf. Hier sieht man es auch wieder, hier sieht man es besser. Moment. Hier so. Das ist auch wiederum auf dieser Box drauf. Auf diesem... Moment. So. Drauf, hier. Hier ist es. Ja, ich bedanke mich noch einmal an CyberClean, an diese drei Produkte. Ich werde den Link noch einmal in das Video einschreiben und in die Videobeschreibung. Ja, und ich bedanke mich, dass ihr mir diese Produkte zur Verfügung gestellt habt. Ja, ein Review wird noch folgen. Ja, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen über ein Abo, bewerten, kommentieren und ich bin jetzt hier raus.